Ja, liebe Zuschauer, auch dieses Wetter, was wir hier aktuell genießen, ein Grund, warum in den meisten Amateurligen schon Winterpause ist. Nicht so jedoch in der Niederrheinliga, und da steht ein besonderes Derby am Sonntag an. Der 1. FC Bocholt empfängt den VfL Rhede. Wir machen heute mal den Stimmungscheck bei beiden Teams. Zuerst sind wir hier beim Gastgeber, dem 1. FC Bocholt. Beim Training des 1. FC Bocholt heute nur 12 Mann, zum Beispiel Spielertrainer Sebastian Eul, auch noch wegen einer Grippe ausgefallen. Ja, und da frage ich mal direkt Milan den. Milan, das Derby steht an, eigentlich ein Highlight. Freut ihr euch überhaupt aufs Derby gerade? Natürlich, ein Derby ist für uns immer eine besondere Sache. Wir sind jetzt lang genug zusammen und ich denke, wir können auch die ganzen Ausfälle und Erkrankungen kompensieren. Ich hoffe natürlich, dass die einen oder anderen noch zurückkommen. Und wir freuen uns natürlich alle riesig auf das Derby, weil wir einiges wieder gut zu machen haben. Rhede aktuell auf Rang 4, gehört zu den Spitzenteams. Wird ein Unentschieden vielleicht schon reichen, oder stehen alle Zeichen auf Sieg? Also für mich stehen immer alle Zeichen auf Sieg. Natürlich, Rhede spielt eine hervorragende Hinrunde, außer Frage. Ich bin auch erstaunt, also was die aus dem Kader und mit der Mannschaft rausholen, das ist unglaublich. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Rheder-Qualität jetzt nicht so enorm hoch ist, sage ich jetzt mal, und dass man die trotzdem schlagen kann. Auch wenn wir schon ein paar Punkte liegen gelassen haben, ich denke, das könnte die Hinrunde auf jeden Fall noch retten. Kann man bei dem Wetter überhaupt auf viele Zuschauer hoffen? Ich hoffe es, dass uns wieder einige unterstützen werden und uns auch positiv anfeuern. Ich meine, es ist schwierig. Ich weiß auch, dass man anderen Fußball gewohnt ist oder erwartet von uns. Aber ich denke mal, im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir halt immer an unsere Leistungsgrenze zu gehen. Und ja, hoffe natürlich auf positiven Zuspruch, weil im Moment ist natürlich auch das alles eine Frage des Selbstvertrauens. Rhede, die haben unheimlich Selbstvertrauen, die haben unheimlich viele Spiele gewonnen, stehen unheimlich kompakt, und bei uns sind die Köpfe natürlich unten, da muss man sich motivieren, aber also es sieht gut aus, wir kriegen das hin. Liebe Zuschauer, der Regenschirm wird von unserer Kamera benötigt, deswegen, ich bin jetzt schon klatschnass. Ich frage mal direkt Florian Splitter. Florian, welche Tugenden werden am Sonntag von euch gefragt sein? Ja, ganz klar, Kampf, beißen, kratzen, ne? Also wir können uns nicht erlauben, schön spielen zu wollen. Wir haben jetzt zwei Niederlagen wieder gehabt und wollen auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Wird natürlich schwierig, Derby hat seine eigenen Gesetze, weiß jeder. Aber wir waren auch im Hinspiel nicht chancenlos, wie man gesehen hat. Wir hatten in der ersten Halbzeit ganz klar die besseren Chancen, müssen auch in Führung gehen, machen es nicht und verlieren deshalb da auch unglücklich 2-1, auch wenn Rhede sicherlich da die spielerisch bessere Leistung abgerufen hat. Wie würdest du die Hinrunde beschreiben? Vielleicht ein kurzes Resümee, die ist ja jetzt abgeschlossen, 14. Platz. Ja, wir haben gute Spiele dabei gehabt und auch Spiele erlebt, wo wir kleine Fehler hart bestraft wurden bei uns. Und deshalb wurden wir teilweise auch richtig vom Platz gefegt. Wir haben eine junge Truppe, wo sich halt bemerkbar gemacht hat, wenn wir Fehler machen, dass sie eiskalt ausgenutzt wurden von etwas stärkeren, erfahrenen Mannschaften. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, was wir können. Wir haben gute Leistungen gebracht. Wir müssen nur versuchen, halt da Konstanz reinzubringen. Den Wetterbedingungen entsprechend habe ich jetzt auch eine Mütze auf. Wir haben gehört, beim 1. FC Bocholt argo personelle Nöte aktuell. Wir sind jetzt beim VfL Rhede und da dürfte die Stimmung ganz anders sein. Nehmen wir Trainer Manuel Jara. Herr Jara, ich sag's mal so, wenn ich sage, VfL Rhede ist aktuell ein Spitzenteam oder in dieser Saison ein Spitzenteam in der Niederrheinliga, werden Sie mir nicht widersprechen, oder? Nein, nach 17 Spielen gibt es immer auch glückliche Momente und Momente, in denen man Pech hat. Aber über 17 Spiele steht man letztendlich da, irgendwo auch, wo man hingehört. Und wir haben versucht, konstant eine Leistung abzurufen, ist uns ganz gut geglückt. Und von daher, denke ich, ja, gehören wir da auch einfach hin, wo wir jetzt sind. Ja, ich sag's nochmal für die Zuschauer, das ist der 4. Platz im Gegensatz zum 1. FC Bocholt auf Platz 14. Wird es ein Derby unter ungleichen Vorzeichen? Also Ihr Team ist haushoher Favorit oder nicht? Ja, die Favoritenrolle müssen wir schon annehmen. Das gibt die Tabelle ja einfach vor. Aber, dann kommt natürlich das Aber. Wir haben viele Derbys erlebt auch mit vielleicht ähnlichen Vorzeichen. Und ist einfach so, genauso wie auch Pokalspiele, muss gespielt werden. Was muss am Sonntag passieren in dem Spiel gegen den 1. FC Bocholt, damit Sie danach sagen, das war ein super Jahr 2011 für den VfL Rhede?
Wir müssen einen ähnlichen Fußball spielen wie in den letzten beiden Spielen. Wenn wir das so machen, dann haben wir es wieder konstant hinbekommen, die Leistung abzurufen. Und wie gesagt, dann gibt es immer Unwägbarkeiten und Phasen in den Spielen, wo man vielleicht den Erfolg nicht so hat. Zumindest den Ergebniserfolg, den man gerne hätte. Und ansonsten kann mich jetzt eigentlich auch nichts mehr davon abbringen, dieses Jahr durchweg als positiv zu sehen, egal wie dieses Spiel ausgeht. Dimitri Steininger, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ist die Mannschaft im Derby-Fieber oder hätte man lieber jetzt Winterpause? Nee, die Mannschaft ist ganz klar im Derby-Fieber. Wir können vor der Winterpause jetzt nochmal richtig einen draufsetzen, nach der schon guten Hinrunde, die sehr gut gelaufen ist. Und wir können uns da nur noch on top 3 Punkte für Weihnachtsgeschenke vom Tannenbaum einpacken und dann zufrieden in die Winterpause gehen. Was meinst du denn mit den Zuschauern? Werden da viele Fans mitkommen, wenn so ein Wetter ist wie jetzt? Ja, ich hoffe erstmal, dass das Spiel stattfindet. Das ist ja immer so eine Sache am Hünding. Und klar, letztes Spiel vor Weihnachten bei dem Wetter. Mal gucken, wenn es nicht regnet, sind wir zufrieden. Die Temperaturen sind zwar etwas kälter als sonst, aber ich hoffe, dass einige Fans unterstützen werden. Liebe Zuschauer, Sie haben es also gesehen, der 1. FC Bocholt, dort übt man sich im Zweckoptimismus und der VfL Rehde auf Tabellenplatz 4 nimmt die Favoritenrolle an. Das Spiel steigt, wenn es dann steigt, am Sonntag um 14.15 Uhr im Stadion am Hünding. Garantiert nochmal ein Highlight vor Weihnachten, also gehen Sie einfach hin. Sollten Sie es nicht schaffen, können Sie das Spiel wie gewohnt am Montag in der Zusammenfassung bei uns bei WMTV sehen. Viel Spaß.